jetzt habe ich hier mal einen geilen Soundtrack ausgesucht. Ich habe es jetzt so eingestellt, der Flagger ist wirklich ausgegangen von mir. Wenn du willst, die hält aus. Der Flagger hat schon mal abgestürzt, ja. Das ist heiß geworden einfach. Es ist auch noch heiß, aber es läuft. Weil anscheinend ist es ein bisschen leiser. Aber jetzt gehen wir das an. Die Kamera macht zwar eine Zeichnung auf, aber es hat einen Bass. Und wenn jetzt mal die jeweils die drei Gelben noch rein Bass machen, das ist ja dann noch abartiger. Aber die Endstufe, die schafft die sogar auf voll. Also so wie das jetzt schwingt. Nur mal bitte. Oh. Da ist noch nichts auf Grenze, da ist alles noch im Normalbereich, nichts auf Flipping. Diesen Jahr ist kalt, ja gut, der Sound durch die Sonne jetzt, der ist kalt, also da heißt das, da kommt die Endstufe nicht ins Clipping, also für den Preis 80 Euro kann ich ja jetzt mal im Link reintun, hier das Modul, wo ich es her habe, das Amazon natürlich, aber hier für den Preis, also das geht sogar nur über, bei dem Chinch LR gehe ich nur über L rein, ich habe jetzt so einen Adapter noch bestellt für LR. Und mal gucken, wie es dann noch abgeht, wenn LR drin ist. Meistens, wenn dann beide drin sind, hat das noch ein bisschen mehr Power, weil ihr dann beide was umwandeln kann. Aber selbst mit nur L oder nur R, ich habe es jetzt auf L reingemacht, mit einem Kanal nur, wenn ich erstmal da beide ansteuere, dann geht es noch besser ab. Ob es natürlich dann auf Clipping kommt, ist dann eine Frage, ja, aber mein Gott. Das Modul soll eine Schaltung haben, ja, wie auch der Verstärker. Also, ich lasse es erstmal hoch, erstmal das Abkühlen der Verstärker, das ist ja heiß jetzt wirklich. Und ja. Ich sagte, da kommen noch die Weichen an, die kommen dann nächste Woche an. Das Kabel soll vielleicht schon morgen ankommen, da wird es dann morgen schon auf einen Soundcheck nochmal geben. Na gut, Soundcheck nicht. Das wird also ganz kurz nochmal ein Hinweis, das wird jetzt einer der letzten Soundchecks erstmal gewesen sein. Das kann erstmal jetzt schon mal 3-4 Wochen dauern, bis da nochmal eine neue kommt, ja, weil ich habe jetzt wirklich keine Zeit und ja. Auch ich hätte mal ein Video machen, dann mit dem Carpenter dann mal einen kleinen Soundcheck machen mit den Weichen dann nochmal. Und ja. Was soll ich noch sagen? Es wird da kein lauter Soundcheck werden wie jetzt, aber ich sage, das kloppt hier, wenn hier einer drin wäre, vor allem hier steht, wo ich eben eine Kamera reingehalten habe, so hier zur Wand. Wenn du da stehst hier, da denkst du, der Kopf fliegt dir bald weg. Also das ist ja, boah, das ist abartig. Also wenn das einer sagt, Autos abrufen, wir können nichts, dann soll er sich mal ein Aktivmodul holen. Wie das hier, guck mal, ich kann mit dem Modul sogar alle zwei betreiben auf voll, kannst du sagen. Und das ist übersteuert, also das, ja. Und da soll mal einer sagen, die haben keine Power dahinter, ja, also. Das merkst du ja schon mal, wenn ich die mit einer passiven Weiche, also einfach nur normale Weiche, keine Aktivweiche, sondern einfach nur eine Frequenzweiche, nur auf Bass runter mache. Da kommt schon, hört man schon mehr Bass, weil keine Stimme mehr rausgegeben wird. Weil die verzerren auch ganz schnell mit Stimme, deswegen will ich das weg haben. Weil die Alu, die können das schon, erst wenn sie auch voll sind, dann verzerrt die Stimme. Bei denen verzerrt es halt ein bisschen schneller. Ja, ich habe mir wehgetan. Und deswegen. So, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.